Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Wie versprochen, befinden wir uns immer noch in den Katakomben und ich versuche jetzt den Weg dahin zu gehen. Also wir können ja hier... Oh, was war das denn? Was lag denn da? Achso, war nur ein Schild, das leuchtete. Ach, Mann. Na gut, also hier... Hier gehen wir ja runter. Hier ist ein Balken, wo komm ich denn? Also hier sind wir, gehen wir mal runter. Aber wo geht denn das hier? Ich bin noch gar nicht gesehen. Wo kommt das da hin? Wo geht's denn hier hin? Ich brauche mal gar nicht springen, sondern ich kann da direkt hingehen. Ah, guck mal. Nee. Können wir nicht. Doch, können wir. Dann landen wir. Nee. Wo landen wir denn hier? Also hier kommen wir nicht rüber. Und da oben springe ich ja drauf, denn wahrscheinlich. Und dann geht's da rein. Okay. Hier geht's auch ein Weg noch. Dann ist eine Treppe und da oben ist wieder ein Schalter. Okay, dann gehen wir da hin. Wow. Achso. So. Gucken wir mal. Wo wir dort landen. Skelette sind hier keine. Den Schalter wird gedrückt. Die Pixel sind weg. Warum ist denn hier? Alter, das geht. So, hier diese Wand. Der beschützt ja die Wand. Die. Okay. Da können wir rein. Eieiei. Wo geht's hier hin? Ein Feuer. Finden wir das mal. Gut. So, das Problem ist aber, dass ich ja... schon wieder. Ich mach's immer wieder. Ich denk da nicht dran. Dass wir zwar jetzt hier rüber gehen können, ich dann aber nicht weiß, wo wir landen. Und ich habe noch ein paar Sachen verloren, ein paar Seelen, ein paar Menschlichkeit, und zwar sind hier oben. Das heißt, ich muss diese Treppe da runter gehen wieder. Denn die Sachen will ich gerne wieder haben. So, also. Gehen wir da hin. Da runter. Okay. Und da rein. So, also hier müssen wir hin. Und da geht es ja wieder da runter. Hier müssen wir hin, weil ich da so ein paar Sachen liegen habe lassen. So, auch würde mich mal interessieren. Gehen wir jetzt nicht hoch und holen den, sonst kommt der Skelett-Typ hinter uns her. Aber da vorne können Sie sehen, da liegen meine Sachen. Und das Problem ist, die liegen recht dicht bei diesem blöden Typen, weil ich den angegriffen habe. Wollte ich es? Nein. Ich habe es aber gemacht, weil ich sehen wollte, wie stark der ist. Aber man sieht, er greift jetzt, glaube ich, nicht an. So, habe meine Sachen wiederbekommen. Und dann gehen wir hier rein und gucken, ob wir hier weiterkommen. Hier war ja auf jeden Fall ein... Schwarzer Ritter noch irgendwo? Hier mal außen hin. Okay, da kommen noch ein paar Skelette. Also mit den Skeletten kämpfen wir, glaube ich, lieber hier drin. Nein! Oh! Das gibt's doch gar nicht! Oh, diese blöden. Diese blöden Skelette. Okay. Sonst holen wir uns jetzt unsere Sachen und gehen dann den Weg, den er uns da vorgesehen hat, durch diese Nebelwand. Aber wir holen uns auf jeden Fall unsere Sachen wieder. Denn die brauchen wir ja. So. Das war ärgerlich. Hätte man sich gut sparen können, aber naja. So, wir sind mal wieder dahin. Ah, es ist echt ein langer Weg, aber vielleicht könnten wir uns. Wir sollten das Leuchtfeuer gleich mal da hinten aktivieren. Immer wieder da anfangen. Machen wir auch. Macht auf jeden Fall Sinn. Ach komm. Dumm kann man sein. So, wir trinken rein. Wir trinken noch einen. Ja, hier ruht unser Pulle. Also theoretisch könnte ich jetzt ja einfach direkt hier runter hopsen. Aber da habe ich ja meine Sachen nicht verloren. Wäre ja eine Abkürzung, oder? Darunter, kann man da nicht runter hopsen? Oder? Ich traue mich nicht wegen den Pixeln. Ich habe Angst, dass ich auf diese Pixel knall
und dann gleich sterbe. Aber es wäre auf jeden Fall eine Abkürzung. Aber naja, wir gehen lieber trotzdem auf sich nochmal sichern, gehen den Weg. So, nehmen den nächsten hier. Und den nächsten. Sammeln dabei ja immer wieder ein paar Seelen. Ist ja auch nicht verkehrt. Runter. Ah! Mann, ey, da hat er mich aber erwischt. Als ob man danach wieder aufsteht, wenn man so ein Wert einfach mal da drin hat, ne? Na komm. Das war klar. Reicht. Hänge ich mich mit dem blöden Skelett hier rum. So. Oh, hier ist das Skelett. Gut, den müssen wir auch noch gehen. Die Uhr locken wir mit denen. Habe ich mich geguckt. Die kann man ganz gut anlocken, so. Ah, so. Und lieber einzeln kommen als auf einmal. Uah, Waffen wechseln. Ups. Gut. Bitte halt da runter. So. Ja, so soll es mir auch recht sein. Stört mich nicht. So, müssen wir unsere Sachen holen. Die waren ja. Jetzt mal runter. Ich lock ihn kurz an. Ja. So, der nächste ist parat. Gehen wir diesen Weg hier runter. Ja. Ja. Hier wieder runter. Nein. So. Gut, jetzt nur meine Sachen und wir kümmern uns gar nicht um die Skelette. Ich wollte ja gerne mit denen hier drin kämpfen. Das klappt ja nicht so gut, wie man gesehen hat. Aber dafür müssen meine Sachen ja hier liegen und die Skelette kommen dann erst gar nicht zu uns. So, jetzt gehen wir zurück nochmal zu dem Feuer und entzünden das. Können wir das überhaupt von hier aus? Fällt mir gerade ein. Ich glaube, man kann das gar nicht, oder? Wenn ich ja hier runtergehüpft bin. Da gibt es ja einen Weg, wie ich hier hochkommen kann. Da oben ist auf jeden Fall ein... Oder irgendwann das Skelett runter da oben. Man kann von da wahrscheinlich hier rüberspringen. Muss auch irgendwo der Nekromant stehen. Ich weiß bloß nicht, wo der steht. Vielleicht sollte man den mal suchen, den Nekromanten. Das machen wir jetzt mal. Irgendwo muss der ja sein. Dann mal auf die andere Seite. Vielleicht ist er hier drüben nämlich. Drin vielleicht. Hey, hoch. Geht's auch nur irgendwo raus? Gehen wir durch Nebel durch? Ach, ich glaube, das war keine gute Idee. Ach, war gar nicht so schlecht. Muss ich übereilen.
Sonst immer noch. Ach so, hier kommen wir zum Feuer. Okay. Was macht er jetzt? Oh, komm schon weiter. Wir entfachen das schnell. Keine Ahnung, wie es geht, wir kommen. Oder nicht. Ach, so, jetzt werden wir uns kurz unsere Ausrüstung reparieren. Okay, also haben wir gute Abkürzung gefunden. Aber diesen Necro-Heini haben wir trotzdem noch nicht gefunden, was natürlich sehr scheiße ist. Denn dadurch kommen die blöden Skelette ja auch immer wieder. Also müssen wir. Ja, müssen wir gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Weiß man nicht, wo der ist. Ich kann ihn auch nicht sehen. Da hinten steht der ja nicht mehr. Da stehen nur Skelette, ne? Okay, da hinten stehen die nicht dabei. Dann muss der ja hier in der Höhle sein, oder nicht? Shit. Da drin wahrscheinlich. Okay, es war vielleicht dumm, hier reinzuspringen. Dann aber weiter. Da ist ein Riesenritter. Okay, ist super bescheuert. Wir rennen hier weiter. Und hier hoch. Und hier hoch. Kurz was trinken. Und weiter. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Da! Okay. Edellaterne. Oh, das war da bestimmt. Wo wir jetzt allerdings sind, war. Ach, guck mal, da ist ein Ausgang. Aber wo wir jetzt sind, weiß ich nicht. Natürlich warten, bis die ganzen Ritter da zurückkommen. Aber der ist auf jeden Fall tot. Der wird's gewesen sein. Da kommt schon einer. So, vielleicht kommen sie auch alle einzeln hier hoch. Ich weiß es nicht. Gehen wir runter gucken. Ey, das war aber eine knappe Angelegenheit gerade. Weil man läuft auch nur von Loch zu Loch, ne? Und weiß nicht, wo man hinlaufen soll, läuft auf den nächsten Eingang rein. Scheißegal. Man hätte ja auch irgendwie 30 Millionen Gegner anlocken können, was wahrscheinlich auch gefühlt passiert ist. Da ist der Riese. Okay. Der kann mich da ganz hinten durchtreffen. Das ist ja beschissen. Okay, warte mal ganz kurz. Er kommt. Oh, schnell. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Hier runterspringen? Kommt er hier hoch? Ich traue mich nicht so richtig zu gucken, aber ich sehe da unten schon was schwingen. Kommt da noch nicht durch, ne? Okay, aber man kann ihn erledigen von hier. Nur aufpassen, was für Schläge er macht. Jo! Komm her, du Spacko. Okay, aber wir kriegen ihn, glaube ich. Oh, shit. Ich erwischt. Kein Risiko eingehen. Lieber ein bisschen Leben nehmen. So. Ich habe ein bisschen Leben. Aber da unten war nämlich noch eine Seele in irgendeiner Truhe drin. Die schnappen wir uns noch, beziehungsweise irgendwie sowas ähnliches war da.
Also wie viele Skelette hier noch rumlaufen, müssen wir mal gucken. Da hinten sind auf jeden Fall noch welche. Aber hier war eine Truhe. Instamonsionsring. Jetzt können wir das ganz in Ruhe hier ein bisschen erkunden. Will ich auch noch anlocken hier? Ah, ich hab's gesehen, da kommt er schon. Ein anderer. Da. Ah! Damit Pfeilen auf mich. Oben ist auch einer, okay. Nein! Ach, dann kriegt er mich da echt erwischt. Okay, müssen hier weg. Irgendwas? Wollen wir gegen ihn kämpfen dann noch? So, wie kriegen wir ihn da oben denn erwischt? Muss einen anderen Weg noch geben. Sogar zwei, ne? Der schießt auf mich und da schießt noch einer auf mich. Und wo sind wir gekommen? Wir sind hier runtergefallen, ne? Also können wir ja gar nichts hier. Wir müssen einen anderen Weg gehen, warte. Ah. Von da müssen wir rein, ne? Aber auch echt. Das ist schon ein kleines Labyrinth hier alles, muss man sagen. Da bleibt mir noch die Hand entgegen. Hier gibt es eine Leiter. Geht denn da? Oben. Ja, danke. Dann gehen wir nach oben. Da soll man oben wachsam sein, weil da jemand ist. Aber mal. Ja. Sind wir oben, ja. Da kann ich durchgehen, unbeschadet. Da natürlich nicht. Hier liegt jemand. Wunderfriedlicher Spaziergang. Mhm. Was ist das? Hier, was kann der denn? Remdes dem weißen Fall. Okay. Dieses Wunder wird überall zur Flucht eingesetzt, da es Dritte verlangsamt, aber auf Angriffe keine Wirkung hat. Und des Friedens. Okay. Aber wir hatten auch einen Ring bekommen. Alle neuen Mitglieder des Finstermondbundes bekommen diesen Ring von Wendelin, den Gott des Finstermondes und Letztgeborenen von Fürst Gwyn. Die Finstersonne Wendelin ist die letzte. Sie hat nicht viel Anhänger, aber deine Aufgaben sind von großer Bedeutung. Okay, also wir wissen ja, hier geht's wieder runter. Okay, das war ein fieser. Das war fieser. Eieiei. Ringen. Alter, der ist schnell. Schneller als mein Schwert. So, mal kurz zum Wunder heilen. Viel zu selten benutzt. Ganzen Flakons verballert. Ärgerlich ist. So, hier sind wir runtergekommen. Wo immer wir auch sind jetzt hier. Noch mehr Ritter, hier. Gucken wir erstmal die. Hier waren wir doch. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Na klar, wenn man die alle drei auf einmal. Dann kommen natürlich alle. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Mein Gott. Ein komplett anderer Weg. So. Okay, aber jetzt müssen wir ja wahrscheinlich durch den Tunnel gleich. Von daher. Ja, schauen wir mal.
So. Puh. Ja, es ist schon verwirrend hier, wo wir jetzt überall hingekommen sind, muss man sagen. Aber irgendwie scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein, glaube ich. Ich bin schlecht daneben geschossen. Schau, da fällt mal wieder runter. Macht er aber. Ich fahre nicht drauf rein. Ich will nur stechen. So, jetzt sind wir aber schon. Wir schon wieder ganz schön. Nicht wieder ganz fast am Anfang, ne? Die Frage, wo wir hin sollen überhaupt. Na gut. Versteckt, wa? Verwunderlich, dass ich jetzt wieder am Anfang bin fast. Ja? Und das tauchen die jetzt so viele auf einmal hier auf. Okay, also die haben wir auch alle gekillt. Hier müssen wir gar nicht hin, wir können ja auch hier runter gehen. Und dann kommen wir nur da hoch. Wie geht's? Wo soll ich denn hin? Es ist wirklich nicht mehr. Bin ich so ein bisschen verlaufen. Da können wir ja auch bestimmt drüber. Da kommen wir ja raus. Wir werden da rauf und dann die Treppe da runter und dann da runter. Da sind wir ja schon gewesen. Also da müssen wir jetzt ja nicht hin. So. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir eigentlich auch hin wollten, ganz am Anfang. Wo wir alles zerstört haben. Ja. Schatz. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, da schießen die beiden Typen auf uns. Wenn ich da runtergehe, falle ich ja wahrscheinlich wieder nur runter. Aber wo war denn dieser komische Weg, wo wir hin sollten? Der in dieses Tor reinführte. Wo war denn das? Das nicht mehr. Wir gehen nochmal hier hoch. Einer ist auf jeden Fall tot. Hier geht es auch noch eine Leiter hoch. Okay, gut zu wissen. Was war denn hier drin noch? Ach, gar nichts. Dann müssen wir da die Leiter hoch. Okay, okay, okay. Jetzt weiß ich wieder. Los, raufklettern. Ich weiß, da oben ist so ein beschissener Typ. Den müssen wir dann irgendwie killen. Das trifft uns hier nicht. Anscheinend nicht. So. Okay, jetzt sind wir hier auf der Seite. Was bringt mir gar nichts. Ich habe jetzt den Typen hier oben gekillt. Aber es bringt mir gar nichts.
Was sagt ihr mir jetzt ein Schatz? Ah, doppelklicken, okay. Okay, müssen wir mal weitergehen. Ich weiß nicht mehr, wie ich in diese Kammer komme mit dem riesigen Koloss da. Weiß ich gerade wirklich nicht mehr. Noch ein Weg irgendwie? Durch vielleicht? Nee. Wo tauchen denn diese ganzen Skelette die ganze Zeit auf? Habt ihr dich alle gekillt? Wahrscheinlich. Ach, hier muss doch irgendwo so ein Typ rumlaufen. Okay, den müssen wir nochmal suchen. Keine Ahnung, wo der ist. Aber irgendwo muss der ja sein. Wie geht's euch? Wo? Wo wir den großen Kerl gekillt haben? Liegt noch seine Wand in der Wand? Seine Hand in der Wand? Da ging's raus und gehen wir nochmal nach oben. Ich weiß es nicht. Hier ist ein bisschen verfranst. Kommen wir nicht durch? Ah, diesmal habe ich aufgepasst. Dieser ganze Anfang. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder. Natürlich wieder diese kleine Stelle darunter. Sonst kommen wir ja gar nicht in die Richtung, wo wir hin wollen. Klar. So, also. Genau. Hier rüber. Wer war das hier? Ja, genau, hier war das. Okay, und dann hier rein, ne? So. Yes, jetzt weiß ich wieder. Glaube ich zumindest. Zumindest können wir den. Da haben wir alle. Das heißt, wir können hier durch. Verwirrend, oder? Das ist die Frage, ob wir ihn da killen müssen. Was müssen wir wahrscheinlich, ne? Irgendwie ist an den hier vorbei. Der sieht, der haut so hart zu. So, und hier gab es noch einen anderen Weg, wo zu so einem blöden Ritter kam. Und so, jetzt waren hier Skelette unten. Doch gerade hochkommen. Boah, die stehen immer wieder auf, ne? Keine Seele, das heißt, hier muss irgendwo auch so ein blöder Spacken rumlaufen. Das heißt, wir müssen den einmal nochmal killen hier. Guck mal bei diesen. Nein! Oh, ich hasse diesen Tritt hier, den er macht, diesen Move. Nervt einfach mal. Ja, danke. Killen. Ja. Auf, macht aber nichts. Gleich zu. So, und wir versuchen mal hier runter zu kommen. So, hier sind wir runtergestürzt schon mal. Frage, ob wir gleich wieder da runter gehen oder erstmal hier weitergehen. Oder hier runter. Es gibt zwei Wege. Ja, super. Wo kommt er denn her? Spitze!
Oh nee, komm. Was ist denn los? Nein! Oh, das wird nichts. Oh, scheiße, ey. Oh. Hab bekackt. So viele Gegner auf einmal. Oh, scheiße, ey. So was Ätzendes. Okay. Wir probieren es nochmal. Es muss ja hier irgendwie... Ah, Mann! Okay. Wir versuchen mal weiterzukommen. Irgendwo muss ja noch so ein Nekro-Heini rumliegen. Wenn ich nur wüsste, wo. Ich suche hier nochmal alles. So, hier geht's einfach runter. Ich mache hier mal runter. Oh. Okay. Wir auch. Hier war ich schon. Hier habe ich den Schalter gedrückt, genau. Da unten liegt eine Leiche, aber ich kann nicht denn da drüben auf den Stein rüberkommen? Ah, Mann. Sehr tief. Probieren wir es mal. Ah, okay. Wollen wir bestimmt. Okay. Eine grüne Scherbe. Wie kommen wir jetzt wieder hoch? Also das sieht sehr tief aus. Oh shit. Probieren wir es mal. Okay. Oh. Nicht viel Leben. Lass uns mal kurz heilen vor. Ist das da unter Warte? Ich sehe schon so große Schwerter da rumliegen. Hab ein bisschen Angst, dass das in die Binsen geht. Aber man weiß es ja nicht. Geh mal runter. Okay. Oh, okay. Bosskampf. Das wird hart. Oh, sieht so ein bisschen aus wie von Fluch der Karibik mit dem Bart. Ja, er hat ordentlich Wumms hinter seiner Axt, das sehe ich. Und fort mit euch. Warte. Ey, ey, ey. Nehmen wir da hinten rum. Sieht aus wie ein Schmied. Was that thing? Need some smithing? Then produce me some wares. Ah, perfekt! Okay. Hm, wir haben natürlich keine Kohle und nichts. Wir können auch nichts bezahlen, aber wir haben unsere Streitaxt. Die könnte er zu einer Feueraxt machen. Oder kann sie zurückmachen? Okay, das müssen wir nicht. Aber ist nicht so viel, was wir hier machen können. Was das angeht. Waffen verstärken. Unsere Streitaxt verstärken. Die kann er erhöhen. Ist natürlich ganz geil. Eigentlich ist natürlich, dass alle meine Seelen da oben liegen bei diesem anderen Kram. Müssen wir gucken, ob wir da noch irgendwie hinkommen, um die zu holen. Leider habe ich den Ring der Gunst nicht mehr. Das heißt, der ist, der verlorenen irgendetwas da. Das kriege ich auch nicht mehr. Was habe ich denn noch irgendwas, das ich hier nutzen kann? Ja. Spare ich mir lieber auf. Ausrüstung. Rüstung verstärken, was? Ja? Warte, ich wollte mal reden. Verstärken. Wanderermantel, wann? Plus 5. Plattengewand, ich könnte komplett machen. Achso, das weil er plus 5 ist, ne?
Ich. Hier nochmal. Aber noch hier. Gegenstand kaufen. Was kann ich denn kaufen mit dir? Kleine Schere. Pfeile haben wir genug. Ich bin zum Schmieden hier, nicht zum Plaudern. Okay. Gehen hier alles? Ja, sehr gut. Da muss doch hier auch irgendwo so ein Feuer in der Nähe geben. Dahinter. Ich wollte sagen, da muss es doch auch irgendwie so ein Feuer hier in der Nähe geben. Hat gar keinen Sinn. So ist. Leuchtfeuer entzünden wir. Ich würde sagen, wir bleiben auch. Einfach mal. Ich habe natürlich meine Seele verloren, aber wir können dann meine Menschlichkeit, aber wir können ja nochmal eine Menschlichkeit reinpacken. Warte. Wie viel ich noch hab? Viele habe ich gar nicht mehr, aber. Müssen wir probieren. Ich glaube 10 brauche ich schon, damit es hier so ein bisschen Sinn macht. So. Bin ich gespannt. So, 10 haben wir. Und zurück. Auch raus. Und dann gehen wir da rein, wo er das Loch gehauen hat. Hier sehe ich gar nichts. Aber da hinten sehe ich was. Und zwar sehe ich da... Irgendwas bewegt sich. Ich kann nicht genau sehen, was es ist. Aber... Hier war eine große Höhle. Kommt irgendwas angelaufen. Warte mal hier. Okay. Okay, diese Räder, die sind mir schon begegnet. Eventuell ist es ja sogar die Höhle, wo wir reingelandet sind. Bloß diesmal kommen wir vom anderen Weg. Das ist natürlich auch ganz cool. Also ich versuche mal kleine Schritte zu machen, um nicht wieder 3 Millionen Leute anzulocken. Gerade diesen riesigen Typen da. Da liegen meine Sachen da hinten. Okay, da kommt einer. Okay. Weiß ja nicht, wie viele der Rehle herumlaufen. Aber ich mache sie jetzt alle einzeln so platt. Das ist mir ein für lieber, als wenn ich da reinrenne und 20 Leute vor mir habe. Hier hinterm Berg sind ein paar, glaube ich. Da konnte ich gerade eben was glimmern sehen. Da ist noch so eine. Hat. Da hatten die auch schon entdeckt. Okay. Alter, was sind das für Dinger? Die haben ein Skelett in seinem Rad drin. Also ist so abgespaced. So, jetzt blockieren wir ja nicht den Weg hier. Kann ich nicht da reinkommen. Da hinten ist nämlich auch noch einer. Ja, oder? Da oben ist der Ritter. Ich will den auch mit dem Bogen anlocken, warte mal. Hierher. Am einfachsten. Alter, wenn die aber erstmal rollen, dann sind die aber gemein gefährlich, oder? Hier, ich bringe dir ein bisschen Material, Schmied. Vielleicht kannst du was anfangen. So, gucken wir nochmal jetzt. Ein bisschen mehr Luft hier. Weiß nicht, wie viele Räder hier noch rumlaufen. Deswegen müssen wir mal gucken. Wenn es auch noch ein Rad, das kommt auch nochmal an. Das ist so diese Schisser-Variante, ne? Kommt aber schon angelaufen.
So. Einige hier getötet. Mehr sind. Dieser Ritter da oben, der macht mir am meisten Sorgen irgendwie. Ich glaube, dass der nochmal angedattelt kommt. Da ist noch ein Reifen da hinten, okay. Auf! Guck mal. Wenn dann nicht läuft, ne? Das war echt gearscht. So, den haben wir auch gekillt. Geben jetzt gar nicht so viel. Ich hole jetzt meine Sachen da, glaube ich. Sind noch mehr Räder, habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Hat der Ritter ja da in guter Entfernung. Wir haben unsere ganzen Seelen wieder. Das heißt, wir können vielleicht auch mal ein bisschen einmal leveln hier. Obwohl, das wäre dumm. Dann sind die ganzen Viecher ja wieder da. Ah, was machen wir? Wir können natürlich alle einzeln nochmal so killen, aber da haben wir auch keinen Bock drauf. Ich würde sagen, bevor es hier weiter... Oh, da kommt noch einer. Gerade gesehen. Ja. Ja, wo der kam. Ja, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, stoppen wir hier und gucken uns die Höhle beim nächsten Mal an. Sind wir jetzt endlich mal weitergekommen? Hoffe, es macht irgendwie Spaß. Ich weiß, die letzten drei Folgen befinden sich jetzt nur in diesen Katakomben. Und es ist vielleicht auch ein bisschen öde. Aber man kann die Folge auch überspringen und hoffen, dass man das alles beim nächsten Mal, das nächste Mal spannender ist. Vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem. Bis dahin, tschüss.